Auch generell die Zwangsstörung ist ja eine Krankheit, wo sich ganz viele einfach für schämen. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor der Grund, warum einfach so wenig drüber gesprochen wird. Und ich habe ja selber erst letztes Jahr angefangen, mein Gesicht zu zeigen. Also ich habe ja den Blog quasi noch anonym gestartet und habe dann aber auch im Laufe des Schreibens dann mich dann dazu irgendwann auch entschlossen, mein Gesicht zu zeigen, weil ich es auch einfach noch authentischer finde. Um zu sagen, ich habe es jetzt geschafft und jetzt will ich aber auch das, ne, also ich will halt komplett auch dazu stehen und die Botschaft rausbringen. Und ich kann aber auch alle verstehen, also das muss jeder für sich wissen, wann es soweit ist, wann man drüber sprechen muss, in welchem Kontext, ne, und man muss ja auch immer gucken, was ist mit Job, Familie, also von daher, ich kann das auch wiederum nur für mich sagen. Ich habe es dann auch einfach entschieden und ich habe gesagt, dieser Wunsch, nach draußen zu gehen, um anderen zu helfen, war dann einfach größer irgendwann. Und also so war es jetzt bei mir. Ja, aber manche Zwänge kann man ja vielleicht auch noch ein bisschen offener reden. Die sind vielleicht auch noch ein bisschen Genau. nachvollziehbar, gerade ich meine, Kontroll- und Waschzwänge kennen vielleicht auch noch viele Leute, auch wenn das Bild aus den Medien vielleicht ein bisschen verzerrt ist. Aber sich hinzustellen mit pädophilen Zwangsgedanken, da kann man halt schon irgendwie nachvollziehen, dass das Außenstehende definitiv nicht verstehen werden. Ich meine, das Ja. ist leider die Realität. Ich glaube, wir wünschten es uns alle, dass die Aufklärung besser wäre und dass man sich vielleicht Ja. sogar damit hinstellen könnte und sagen könnte, ich habe pädophile Zwangsgedanken. Ja. Und jeder normale Mensch würde sagen, ah, okay, ja, das heißt ja, der ist nicht pädophil, wenn das dann jeder Richtig. wüsste. Ich meine, die meisten Betroffenen wissen das schon leider nicht. Aber in der Ja, das Gesellschaft ist es. ist es halt gar nicht anerkannt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es schwer ist zu sagen, okay, ich habe pädophile Zwangsgedanken. Da macht man sich halt schon Sorgen, ob man da vielleicht seinen Job als Kindergärtner behalten und als Kindergärtnerin behalten kann. Da muss man sich überlegen, was man sagen möchte und was nicht. Deswegen. Absolut, absolut. Deshalb sind wir ja jetzt da, ne? Wir berichten, wir klären auf, wir versuchen zu entstigmatisieren und ja, also das wäre ja sowieso mein allergrößtes, allerliebstes Überallziel sozusagen, dass ich gar nicht mehr darüber sprechen müsste, sondern dass wenn jemand das verspürt oder so die ersten Anzeichen schon hat, dass dann schon direkt klar ist, okay, das ist eine Zwangsstörung und man kann auch einfach offen drüber reden. Das wäre quasi so mein allerliebstes Ziel, mein größter Wunsch sozusagen. Also ich müsste mich quasi selber abschaffen. Ja, so wie heute zwischen alle über Depression sprechen, ne? Genau. Ja, wäre das auch cool, wenn man über Zwangsstörungen gut sprechen könnte. Einfach so. Total. Ja. Ja, und gerade weil bei den Zwangsstörungen ist ja auch so wichtig, dass man sich schnell eben kümmert einfach. Also weil, ne, habe ich ja eben auch schon erzählt, je länger es dauert, umso schlimmer wird es ja auch, ne? Die Zwänge, es wird ja immer. Die wachsen ja, es kommt ja immer noch einer dazu und noch einer dazu. Und von daher, je schneller man wirklich das weiß, dass es das auch ist, umso schneller kann man natürlich sich auch drum kümmern. Und es ist einfach nur mal eine Krankheit wie jeder andere auch.